Hallo, mein Name ist Momo, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem Kosovo und bin seit ca. einem Monat obdachlos. Ich war bis zum 14. Lebensjahr in der Schule und dann fing ich an, im Familienbetrieb, im Auto-Recycling-Handel zu arbeiten. Wirtschaftlich ging es uns sehr, sehr gut, denn wir haben sehr viel Geld dadurch verdient. Vor ca. 8 Monaten hat mich meine Frau verlassen. Zur selben Zeit, wo meine Frau wegging, verlor ich meine Arbeit, meine Wohnung und gleichzeitig fast auch meinen Sohn. Ich muss sagen, vom Tag 1, wo ich nach Köln kam, war ich ein gebrochener Mann. Glaube war nicht meine Stärke. Menschen waren nicht meine Freunde. Situation war nicht die meine. Das heißt, ich habe mich mit alles nicht abgefunden. Freunde haben mich quasi nicht mehr angerufen, waren nicht mehr erreichbar oder nicht mehr da auf einmal. Der Leiter von Hoffnungsvoll, Jan, hat mich angesprochen, wie es mir ging und wie ich dazu kam, mir Essen auch angeboten hat und irgendwann auch nach mehreren Tagen schon mir Obdach geboten hat. Nebenbei waren noch andere Jugendliche, die mit von der Organisation waren. Und haben uns dann mir quasi erklärt, welche Message die haben. Ne? Wie sie das wiedergeben und den Menschen helfen, geben sie denen auch Hoffnung und Mut, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und da habe ich dann meine Kraft geschöpft und habe gesagt, Mensch, ich habe zu Gott gefunden, Gott sei Dank. Denn ich hatte ihn aus Auge verloren. Durch diese Menschen, ich habe ein Obdach von einem Kumpel gerade, die bezahle ich. Und ich gehe gleichzeitig arbeiten. Es heißt nicht viel, dass, wenn man hört, einen Monat auf der Straße. Aber versuch mal einen Monat zu überleben, nur einen Tag. Ohne vernünftige Nahrung, ohne vernünftige Kleidung. Weil wenn abends der Wind kommt, der peitscht über dich weg, dann nützt dir kein Schlafsack, dann nützt dir auch kein Zelt, dann nützt dir auch nicht die Ruhe. Nein, ein warmes Bett nützt dir was, eine Wohnung, ein Obdach. Vielleicht bist du derjenige, der denen helfen kann. Vielleicht hat dich Gott auch so auserwählt, weiteren Menschen das Gefühl zu geben, dass die nicht allein sind auf dieser Welt. Vielleicht durch ein Wort, muss ja nicht mal irgendeine Sache sein, sondern einfach nur das sein, was einen bestätigt, dass man nicht alleine auf dieser Welt ist. Denn das Schlimmste, was es ist, auf dieser Welt zu sein, ist alleine zu sein. Ich danke den Spendern, die das hier ermöglicht haben und die das hier finanziert haben. Vielen, vielen Dank.